Meine sehr verehrten Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, bienvenue au point de presse du gouvernement bernois. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Point de presse der Berner Regierung. Ich begrüße neben mir Herrn Regierungsvizepräsident und Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg und Herrn Dr. Christoph Auer, unseren Staatsschreiber. Ich mache darauf aufmerksam, dass wir im Anschluss an die Referate zur Verfügung stehen für Fragen, dass wir aber nach wie vor keine Einzelinterviews geben. Meine Damen und Herren, wir wissen es alle, die Corona-Krise spitzt sich zu. Die Lage wird täglich schwieriger für die Behörden, für die Spitäler, für die Wirtschaft, für alle Menschen, nicht nur in unserem Kanton, sondern auch in unserem Land. Und zum Schutz dieser Bevölkerung, zum Schutz von uns allen, braucht es politische Entscheide von noch nie dagewesener Dimension. Auf der Ebene des Bundes durch den Bundesrat, auf der Ebene der Kantone durch die Regierung. Wir nehmen es mit Bestürzung zur Kenntnis, die Zahl der Infektionen nimmt stetig und in hohem Tempo zu. Wir müssen unsere leistungsfähige und starke Wirtschaft künstlich herunterfahren. Das ist außerordentlich tiefgreifend, das ist einzigartig, das wird nachhaltige Auswirkungen haben. Es geht, meine Damen und Herren, um Hunderttausende wertvolle Arbeitsplätze in unserem Kanton, um Zehntausende leistungsfähige Unternehmen im Kanton Bern, aber eben auch in der Schweiz. Und es sind Unternehmen, die in diesen Tagen vielfach vor Existenzfragen stehen. Wir dürfen die Wirtschaft jetzt nicht im Stich lassen. Wir dürfen die Menschen, insbesondere solche, die zu Risikogruppen gehören, jetzt nicht im Stich lassen. Ich richte mich daher heute an die Bevölkerung, aber auch an die Unternehmen, Betriebe, an Gewerbe, selbstständige Erwerbende, an unsere Wirtschaft des Kantons Bern. Meine Damen und Herren, wir müssen zusammenstehen und unsere Kräfte bündeln. Jetzt braucht es in der Tat alle und es ist nicht mehr die Zeit für parteipolitische Differenzen. Es ist nicht mehr die Zeit für Partikulärinteressen, die haben hinten anzustehen. Der Bund, die Kantone, die Gemeinden müssen konzentriert und wirkungsvoll jetzt zusammenarbeiten. Und ich meine, wir haben nach einem gewissen Überrumpelungseffekt jetzt Tritt gefasst. Und jetzt müssen wir Tempo aufnehmen, Wirkung entfalten. Wenn ich in den letzten Tagen und Stunden Gespräche geführt habe mit Sozialpartnern, mit Branchenvertretern, mit Unternehmen im Kanton Bern, Gespräche geführt habe mit Regierung anderer Kantone, dann zeigt mir das Ergebnis solcher Gespräche, dass dieses Anliegen, auch diese Absicht und Grundhaltung eben vorwärts zu machen, dass die verstanden worden ist. Der Ernst der Lage wird erkannt, auch in der Bevölkerung zunehmend. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wir brauchen jetzt einen Schulterschluss in diesem Kanton. Das braucht die Regierung, denn alleine kann sie nicht genug bewirken. Und auf nationaler Ebene brauchen wir einen Bundesrat, der in dieser außerordentlichen Situation auch wirtschaftspolitisch mutig ist. Einer, der nun rasch vorangeht und der auch seine verfassungsmäßigen Kompetenzen ausschöpft. Nur er, der Bundesrat, hat in diesen Tagen und Wochen, wenn es darum geht, kurzfristig Maßnahmen wirken zu lassen, die verfassungsmäßigen Kompetenzen und er kann sie ausschöpfen. Wenn der Bundesrat will, kann er viel bewirken. Und der Regierungsrat des Kantons Bern ist bereit, den Bundesrat in dieser außerordentlichen Lage zu unterstützen.
Es geht jetzt darum, weitreichende, teils verheerende, ich habe von nachhaltigen Schäden gesprochen, Konsequenzen für unsere Wirtschaft möglichst abzuwenden. Sonst werden die Schäden und Ausfälle sehr, sehr groß sein. Nicht nur für die Wirtschaft, sondern für die Gesellschaft insgesamt. Der Zusammenhalt, das ist meine Befürchtung, wäre weg. Die Solidarität, eine weitere Befürchtung, in Frage gestellt. Ich meine, wir müssen entschlossen jetzt das in diesen Tagen so oft beschworene Einer für alle, alle für einen, wir müssen ein solches Motto jetzt mit konkretem Leben füllen. Wir wollen, das ist die Absicht der Berner Regierung, künftigen Generationen zeigen, dass wir das schaffen. Mit dieser Geisteshaltung erwartet der Regierungsrat nun deutliche, rasche und wirksame Schritte des Bundes. Der Bundesrat hat, wie ich es gesagt habe, jetzt die Möglichkeit, mit befristeten, dringlichen Verordnungen die üblichen gesetzlichen Restriktionen und die Langsamkeit auszuschalten von Gesetzgebungsprozessen. Der Zeitdruck ist da, der Zeitdruck ist hoch. Wir brauchen einen rasch wirksamen, einfachen und schnellen Vollzug. Nach wie vor steht im Zentrum die Gesundheit und damit der Schutz unserer Bevölkerung. Es steht aber auch im Zentrum die Wirtschaft und damit kurzfristig die Sicherstellung von Arbeitsplätzen. Wichtig ist es, dass die Unternehmen, solange wie das mit Blick auf das Gesundheitsrisiko vertretbar ist, dass sie weiterhin arbeiten können, selbstverständlich unter Einhaltung der Vorschriften des BAGs. Aber es ist wichtig, dass die Wirtschaft möglichst lange nicht zum totalen Stillstand kommt. Wichtig ist auch, dass dort, wo nicht mehr gearbeitet wird und werden kann, dass dort man Unterstützung leistet mit Kurzarbeit und Sicherung der Liquidität. Kurzarbeitsentschädigung, meine Damen und Herren, sind heute, in diesen Tagen und auch in den kommenden Wochen noch das wichtigste Instrument, um Lohnfortzahlungen sicherzustellen. Es ist ein Instrument, das sich in der Schweiz bewährt hat. Ein Instrument, das der Bundesrat auch einsetzen will und einsetzt. Er hat in einem ersten Schritt bis zu 8 Milliarden Franken für Kurzarbeitsentschädigungen in Aussicht gestellt und hat auch die Verfahren vereinfacht. Dafür sind wir sehr dankbar. Die Gesuchszahlen sind katastrophal, meine Damen und Herren. Die Zahl der Gesuche um Kurzarbeit steigt im Kanton Bern derzeit massiv und ich sage explosionsartig an. Allein am Dienstag, also nach dem Entscheid am Montag, sind mehr als 2100 Gesuche eingegangen. In der Vorwoche waren es durchschnittlich 100 pro Tag. 2100 am Dienstag. Heute sind wir auf über 5000 insgesamt seit dem 1. Februar. Wir kommen mit dem Zählen nicht mehr nach. Aber wir müssen die Gesuche so schnell wie möglich behandeln. Wir rekrutieren daher unter Hochdruck für die regionalen Arbeitsvermittlungen, für die RAF und die Arbeitslosenkassen zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir bauen also unter größtem Zeitdruck personelle Ressourcen auf für die Bearbeitung der Gesuche, aber auch für die Betreuung der Hotline des Amts für Arbeitslosenversicherung. Wir reagieren auf diese Situation in der Wirtschaft. Nun muss dies auch der Bundesrat tun. Der Kanton Bern fordert mit Nachdruck, dass der Bund die Anspruchsgruppen der Kurzarbeit innerhalb der nächsten Tagen erweitert, beispielsweise den Geltungsbereich ausweitet auf selbstständig Erwerbende, auf Personen mit befristeten Arbeitsverhältnissen. Solche gibt es viele, besonders in der Gastronomie, in der Hotellerie, in der Kultur. Ausweitet auf familiengeführte Kleinunternehmen, auf Einzelfirmen, auf Gewerbetreibenden. Und solche befristete Erweiterungen müssen schnell umgesetzt werden und möglichst weit gehen und möglichst alle Fälle
einfangen, wo unverschuldete, Corona-bedingte Schwierigkeiten entstanden sind. Es soll nach Bedarf auch laufend neue Unterstützungstatbestände aufgenommen werden können. Dieses Instrument muss flexibel, möglichst flexibel eingesetzt werden. Wenn ich die Liquiditätssituation vieler Betriebe heute betrachte, von Unternehmungen, dann stelle ich fest, die Liquidität schrumpft stündlich, täglich und schnell. Da braucht es die Soforthilfe des Bundes für Liquiditätsüberbrückung und für erleichterte Bedingungen für Bürgschaften. Der Bundesrat hat diesen Weg bereits vorgespurt, das begrüßt die Berner Regierung sehr. Sie erwartet aber auch vom Bundesrat, dass er zeitnah, schnell, flexibel handelt und auch ausreichend Mittel bereitstellt. Auch die Kantone sind in der Verantwortung. Auch sie können in Anwendung von Notrecht Beiträge leisten. Wichtig aus Sicht der Kantone, aus Sicht des Kantons Bern, ist es, dass diese Maßnahmen, die auf kantonaler Ebene ergriffen werden, in einen Rahmen passen, den der Bund absteckt. Es muss eine Koordination stattfinden, es müssen Instrumente eingesetzt werden, möglichst bestehende, sodass man auch bestehende Organisationen auf der Vollzugsebene damit beauftragen kann. Daher die Forderung der Regierung, den Geltungsbereich für Kurzarbeit auszuweiten. Da können die Kantone sofort vollziehen. Meine Damen und Herren, der Regierungsrat hat heute Morgen an einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, in Anwendung von Artikel 91 der Kantonsverfassung Notrecht einzurichten. Bis morgen Nachmittag wird eine Notverordnung ausgearbeitet und noch diese Woche nach Möglichkeit auch in Kraft gesetzt. Diese Notverordnung schafft für die Regierung den rechtlichen Spielraum in folgenden Bereichen. Erstens, Unterstützung von bernischen Gesundheitsversorgungseinrichtungen. Wir lassen die Berner Spitäler nicht im Stich. Zweitens, Soforthilfen und Garantien für KMU und für Selbstständige. Zum Beispiel kann die Standortförderung des Kantons Bern ihre bewährte Einzelbetriebsförderung zusätzlich und befristet auf bereits laufende Forschungs- und Entwicklungsprojekte von Berner Unternehmen ausweiten. Und für weiterführende Förderinstrumente werden der Standortförderung auch zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Zudem prüft die Finanzdirektion, welche übergeordneten kurzfristigen Möglichkeiten bestehen für die Einrichtung von Überbrückungskrediten und Garantien. Sie führt diesbezüglich bereits mit Finanzinstituten Gespräche. Und drittens, unter dem Titel finanzielle Entlastung für Unternehmen. Dazu hat der Regierungsrat alle Direktionen und die Staatskanzlei beauftragt, abzuklären, welche Steuern, Gebühren oder Abgaben für die kommenden drei Monate gestundet oder allenfalls erlassen werden können. Weiter hat der Regierungsrat die Finanzdienste der Direktion und Ämter angewiesen, sämtliche offenen Rechnungen bis zum Betrag von 250.000 Franken, bei denen der Kanton Auftraggeber ist, unverzüglich, vollständig oder mindestens mit einer ersten vorgezogenen Teilzahlung zu begleichen. Und als weitere Maßnahme wurde die Sicherheitsdirektion beauftragt, abzuklären, wie weit Mittel aus dem Lotteriefonds zur Finanzierung außerordentlicher Maßnahmen bereitgestellt werden können. Das sind die Maßnahmen, die wir in dieser Notrechtsverordnung, in der wir den rechtlichen Rahmen schaffen werden mit einer solchen Verordnung. Ich gebe nun das Wort Herrn Regierungsvizepräsidenten und Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schneck. Er wird uns eine Lagebeurteilung
zur Gesundheitslage im Kanton Bern abgibt. Bitte, Herr Vizepräsident. Geschätzte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, nous venons d'entendre du président du gouvernement la situation difficile que traversent les entreprises. Cette situation difficile est également la situation des différents hôpitaux dans le canton de Berne. Aujourd'hui, les hôpitaux du canton de Berne ne peuvent plus procéder à des opérations électives non urgentes, ce qui fait qu'elles se coupent d'une partie de leurs revenus pour se préparer à avoir assez de capacité ou la capacité maximum pour traiter les patients malades du coronavirus. Il est bien clair que cela a un impact direct sur leurs entrées financières et les met dans des situations qui peuvent être difficiles. En plus d'une baisse de leurs activités qui leur génèrent leur chiffre d'affaires habituel, les hôpitaux sont confrontés à des coûts supplémentaires pour étendre leur capacité de traitement de ces futurs patientes et patients. Le canton de Berne est conscient de ce problème de liquidité et nous travaillons à pouvoir trouver le plus rapidement possible des solutions constructives pour l'ensemble de ces personnes. Nos hôpitaux font également face à de grands défis par rapport à la disponibilité du personnel qui travaille sous une très forte pression, mais qui doit également solutionner de nombreux problèmes, tels que par exemple la garde de leurs enfants. Nous remercions d'ores et déjà toutes les institutions de garde, crèches, etc., qui se mettent à disposition pour nous aider à solutionner cette problématique. Mesdames et messieurs, il y a deux jours, nous avions un peu plus de 100 cas positifs dans le canton de Berne. Nous avons atteint 190 cas hier. Nous sommes aujourd'hui à plus de 280 cas positifs dans notre canton. Ces chiffres nous démontrent que nous nous approchons du début de la vague qui va venir sur le canton de Berne, vague qui a d'ores et déjà touché quelques autres cantons. Aujourd'hui, nos hôpitaux peuvent encore faire face. En ce moment, une trentaine de personnes sont hospitalisées et 6 se trouvent aux soins intensifs. Mais il est bien clair qu'avec la vague qui nous arrive, ces chiffres vont également connaître une croissance que nous pouvons qualifier d'exponentielle. Il est donc important que toutes les forces vives de nos hôpitaux puissent se concentrer sur cette tâche, raison pour laquelle les hôpitaux ont été priés, comme le Conseil fédéral le demande, d'arrêter toutes les opérations, tous les traitements qui ne sont pas urgents et qui ne mettent pas la vie des patients en danger, de manière à ce que toutes les ressources puissent être orientées dans notre lutte contre ce virus. Au niveau des centres de tests que nous avons démarrés, nous nous devons de revoir légèrement notre stratégie. Aujourd'hui, la demande en tests croît à une vitesse exponentielle, tant et si bien que nous devons déplacer dans le temps l'ouverture de ce drive-in. Nous sommes prêts au niveau logistique. Nous sommes en train d'affiner les problématiques encore de logiciels et de personnel. Et dès que la problématique de la disponibilité des tests, non pas pour une courte période comme cela serait possible actuellement, mais pour une plus longue période, eh bien, nous pourront démarrer la mise en œuvre de ce premier drive-in. En attendant, et pour faire face aux besoins de tests dans le canton de Berne, nous allons bien entendu
augmenter la capacité auprès de nos partenaires. Nous regrettons de devoir repousser cette ouverture, mais il est bien clair que nous devons être solidaires avec les besoins de toute la Suisse, même si nous sommes convaincus qu'un dépistage à plus large échelle est la meilleure des réponses que nous pourrons apporter à cette épidémie. J'aimerais aujourd'hui également remercier tous les professionnels qui s'engagent sans compter leurs forces pour apporter l'aide nécessaire à nos citoyennes et nos citoyens, sans oublier aussi toutes les personnes qui travaillent dans les services de base mis à disposition de la population durant cette période extrêmement difficile. Le canton de Berne s'est préparé, le canton de Berne continue de se préparer de manière à ce que nous puissions faire face avec les différentes escalades que prennent cette épidémie. J'aimerais ici profiter de remercier tout particulièrement la ville de Shenzhen en Chine, partenaire du canton de Berne, qui nous a mis à disposition 15 000 masques. Ces masques sont dans un avion pour arriver chez nous et pour soulager les besoins que nous avons à ce niveau-là. Je profite de ce moment pour appeler vraiment solennellement toutes les personnes qui n'ont pas besoin de sortir pour aller travailler, de rester chez eux. Le temps des retrouvailles dans la rue, dans les parcs ou ailleurs est maintenant terminé. Mesdames et messieurs, il s'en va d'un combat que nous menons tous et que nous voulons gagner. Mais pour cela, nous avons besoin de l'appui de toutes et de tous. Nous voulons stopper autant que faire se peut la contagion par ce virus. Mais pour cela, vous vous devez de rester à la maison pour toutes celles et ceux qui le peuvent. C'est difficile, c'est même très difficile. J'en suis bien conscient et nous sortirons de cette crise différemment que nous en sommes rentrés. Mais cela, nous le devons pour le bien de toutes celles et de tous ceux qui sont bien plus vulnérables que nous le sommes peut-être. Je remercie d'ores et déjà toutes celles et tous ceux qui maintenant déjà respectent ces demandes qui ont été faites par le Conseil fédéral et qui les respecteront à l'avenir pour le bien de notre population. Merci de votre attention. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Regierungsrat reagiert in einer außerordentlichen Lage, wie sie die Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat, mit außerordentlichen Maßnahmen gestützt auf Notrecht. Und wir erwarten, dass der Bundesrat morgen ebenso entschlossen reagiert, wie er das bisher gemacht hat. Wir brauchen den Schulterschluss. Wir brauchen diesen Schulterschluss auch mit leistungsfähigen Institutionen und Unternehmen in unserem Kanton, mit unserer Bevölkerung, mit unseren Gemeinden. Nur so werden wir diese Krise meistern. Die Regierung ist offen für Kooperation, für Unterstützung von weiteren Partnern aus der Wirtschaft darüber hinaus. Einer für alle. Allen für alle für einen. Nur so zeigen wir, was den Kanton Bern und was die Schweiz wirklich ausmacht. Und das gilt, ich wiederhole und unterstreiche den Appell des Regierungsvizepräsidenten und Gesundheitsdirektors, das gilt für uns alle, auch wenn es darum geht, Regeln der Behörden konsequent einzuhalten. Wer nicht zwingend und aus begründet von zu Hause weg muss, der soll zu Hause bleiben. Mit diesem Schulterschluss, mit dieser Grundhaltung wird es uns gelingen, aber nur so die beiden zentralen Ziele zu erreichen,
unsere Bevölkerung zu schützen und unsere Wirtschaft zu retten. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir stehen zur Verfügung für Fragen. Ich sehe eine Frage von Herrn Liechti. Herr Liechti, Radio SRF, Sie haben jetzt Artikel 91, möchten Sie in Kraft setzen, Artikel außerordentliche Lage. Zwei Fragen mal dazu. Wie stehen Sie mit einer Ausgangssperre und wie rechnen Sie damit, diesen Artikel auf weitere Bereiche anwenden zu können, als diese, die Sie aufgezählt haben? Ich habe es an den beiden letzten Medienkonferenzen ausdrücklich festgehalten, der Kanton Bern anerkennt die Führungsrolle des Bundesrates, erwartet diese Führungsrolle auch und hält sich konsequent auch an diese Maßnahmen, die der Bund einsetzt und setzt sie selber um. Wenn hier jetzt Notrecht angewendet wird, dann im Moment in Ergänzung zu dem, was der Bund macht und vor allem als Möglichkeit, einen Zeitraum zu überbrücken, wenn der Bund nicht rasch genug reagieren sollte. Oder? Das ist eine präventive Maßnahme in einem gewissen Sinne auch, wir wollen bereit sein, mit einer Rechtsgrundlage, wenn es geht, dann Lösungen einzusetzen, wenn Unternehmen nicht mehr zuwarten können, sie zu retten, bevor sie in den Konkurs gehen. Aber es ist nicht vorgesehen, BAG-Vorschriften zu erweitern beispielsweise oder Maßnahmen des Bundes zu verschärfen. Kurze Nachfrage dazu. Also eine Ausgangssperre steht nicht zur Diskussion, wenn sie der Bund nicht ausspricht. Richtig. Quentin Schlapper von der Berner Zeitung. Ich habe eine Frage zu den wirtschaftlichen Maßnahmen. Hat man eine Alternative geprüft zur Kurzarbeit? Beispielsweise eine Idee, ein temporäres Grundeinkommen für alle und für selbstständige Erwerbende, zum Beispiel jetzt eine selbstständige Coiffeuse, wie muss sie jetzt vorgehen, damit sie Ende Monat ihre Miete zahlen kann? Ich danke für die Frage. Wir haben sehr viele Optionen geprüft in der kürzesten Zeit und unter Hochdruck und vertreten die Haltung, wie sie auch der Präsident der Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, der Basler Städter Regierungsrat Christoph Brutschin, im Namen des VDK-Vorstands formuliert hat. Wir vertreten auch als Berner Regierung die Auffassung, dass das Instrument der Kurzarbeit, wie ich das herausgestrichen habe, das Instrument ist, das wir sofort und wirkungsvoll einsetzen können, weil es eine Vollzugsorganisation gibt auf kantonaler Ebene, weil wir ein Geltungsbereich haben, den man eben ausweiten kann und ausweiten muss, beispielsweise auf selbstständige Erwerbende wie die angesprochene Coiffeuse, dann können wir sofort Hilfe, Unterstützung leisten. Ein Grundeinkommen steht oder stand nie zur Diskussion. Wir wären nicht in der Lage, aus Kanton Bern einen Alleingang zu machen in der Umsetzung einer solchen Maßnahme. Adrian Hopf von der Zeitung Bund. Sie erwähnten, dass für die Standortförderung zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden sollten. Gibt es da einen Umfang, können Sie sagen, von wo diese Mittel kommen und wie hoch diese sind? Diese Frage kann ich Ihnen heute nicht beantworten. Wir sind dabei, jetzt den rechtlichen Rahmen zu schaffen. Wir haben bestehende Instrumente, die wir einsetzen können, sofort mit einer gewissen Erweiterung. Das ist das erwähnte Instrument der Einzelbetriebsförderung. Und die Standortförderung prüft im Moment verschiedene zusätzliche Instrumente, wird diese Instrumente der Regierung vorstellen.
Und dafür, oder für neue Instrumente und für neue Instrumente braucht es auch zusätzliche Mittel. Wir können kurzfristig jetzt über das Instrument der Einzelbetriebsförderung können wir bis zu 5 Millionen Mittel zur Verfügung stellen. Das sind Mittel, die wir aus anderen Budgetpositionen umlagern können. Darf ich kurz bei den Finanzen bleiben? Woher nimmt der Kanton Bern das Geld? Wir sind hoch verschuldet. Wir diskutieren hier im Grossratssaal über kleinere Budgetposten als anstehen. Woher kommen diese Mittel? Diese Mittel kommen, das ist unsere Erwartung und deshalb auch die Forderung, das Instrument der Kurzarbeit auszuweiten und Liquiditätsgefäße zu schaffen auf Bundesebene. Diese Mittel müssen, das geht nicht anders, zu einem allergrößten Teil aus Bundesmitteln, also müssen Bundesmittel sein und flankierend dazu eben über die Instrumente und Möglichkeiten, die ich aufgezeigt habe, kann der Kanton Bern flankierend oder eben überbrückend eigene Mittel bereitstellen. Ich kann Ihnen nicht sagen, in welcher Höhe, aber das wird ein zweistelliger, möglicherweise sogar dreistelliger Millionenbetrag sein. Der Kanton Bern kann sich das in dieser Situation leisten und er muss sich das in dieser Situation leisten. Dann bleibe ich noch bei den Finanzen. Was hat das dann, wenn Sie sagen, der Kanton muss sich das leisten können für Auswirkungen auf Investitionen in den nächsten Jahren? Auf die Gesamtrechnung des Kantons in den nächsten Jahren? Das ist eine Frage, die wir uns so nicht stellen, auch nicht stellen dürfen. Es geht jetzt darum, diese Krise zu bewältigen. Es geht darum, Sofortmaßnahmen einzusetzen und die möglichst mit großer Wirkung, auch mit möglichst großer Breitenwirkung einzusetzen. Dafür braucht es kurzfristig Mittel, die braucht es auf kantonaler Ebene genauso wie auf Bundesebene. Ich habe nicht den Eindruck, dass man sich auf Bundesebene solche Fragen jetzt stellt. Man darf sie sich nicht stellen. Verstehe ich das richtig, dass diese Notverordnung bereits morgen Nachmittag, Abend in Kraft treten soll? Oder wie sieht da der Zeitplan aus? Ich gebe das Wort dem Staatsschreiber. Der Regierungsrat hat den Auftrag erteilt, ihn morgen mit dieser Notverordnung zu befassen. Also morgen wird der Regierungsrat dieses Geschäft beraten. Ich gehe davon aus, dass der Regierungsrat das in der einen oder anderen Form morgen auch verabschieden wird. Es kann aber auch sein, dass der Regierungsrat sagt, ein Teil muss er verabschieden, muss er auf Samstag verschieben, möchte er am Samstag beraten. Und dann wird der Regierungsrat in diesen Tagen die Verordnung verabschieden und wird auch entscheiden, ab wann sie wirksam wird. Also Sie haben das gesehen bei den Verordnungen des Bundesrates. Das kann sein ab Samstag 15.30 Uhr oder ab sofort. Das wird in der Verordnung dann definiert, ab wann diese Maßnahmen greifen. Das hängt ganz von der Beratung morgen des Regierungsrates ab, aber sicher in diesen Tagen. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben rund 5.000 Kurzarbeitgesuche. Ich nehme an, Sie haben nicht die Kapazität, die in so kurzer Zeit auch wirklich eingehend zu prüfen. Wie verhindern Sie, dass auch Firmen oder Selbstständige Kurzarbeitgesuche stellen, die eigentlich gar keinen Anspruch darauf haben? Wissen Sie, das Instrument der Kurzarbeit ist auch in der Hinsicht ein wichtiges und auch das richtige Instrument, dass in dem Sinne, dass man bei unberechtigten Forderungen bzw. Auszahlungen rückwirkend Rückzahlungen einfordern kann. Von daher können wir nicht ausschließen und es ist bei diesem hohen Tempo auch durchaus möglich, oder, dass wir nicht jede Ungereimtheit entdecken. Das können wir und dürfen wir auch nicht. Wir müssen möglichst rasch, möglichst vielen Zugang zu Kurzarbeitsentschädigungen ermöglichen. Aber wenn es zu Missbrauch kommen sollte, dann wird der irgendwann erkannt und dann kommt es zur Rückforderung.
Ich möchte noch schnell bei der Wirtschaft bleiben. Bis wann möchten Sie der Wirtschaft sagen können, wie viele Mittel der Kanton Bern zur Verfügung stellt? Was wäre da Ihr Ziel? Die Frage muss man anders stellen. Die Frage muss so lauten, wie reagiert der Kanton Bern, wenn Unternehmen aus dringlichen Gründen und sofort auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Also es geht weniger um die Höhe des Betrages, als darum, dass dann, oder, und wir rechnen davon, dass es in den nächsten Tagen, auf jeden Fall innerhalb der nächsten zwei Wochen, in vielen Unternehmen zu Liquiditätsproblemen kommen wird. Wir erwarten, dass der Bund möglichst rasch Instrumente bereitstellt und man über diese Bundesinstrumente Hilfe zukommen lassen kann. Aber über diese Notverordnung schaffen wir die Möglichkeit, dass dann, oder wenn es konkret wird in den Unternehmen, dass dann Mittel bereitstehen. Also es geht weniger um die Frage der Höhe, als um die Frage, dass man kann. Es ist dieser 50 Millionen Kredit oder diese Kredite, sind diese Kredite der Kantonalbank auf Anfrage oder auf Wunsch des Kantons zustande gekommen? Es hat Gespräche selbstverständlich gegeben zwischen der Finanzdirektorin und der Berner Kantonalbank, aber dieser Entscheid und die Art, wie diese Mittel verwendet werden, das liegt in der Verantwortung und auch in der Kompetenz der Berner Kantonalbank. Da gab es keine Beeinflussung oder eine klare Erwartungshaltung der Berner Regierung. Das ist ein Entscheid, der in Eigenregie und auf eigene Initiative zustande gekommen ist. Wir danken übrigens an dieser Stelle als Regierung dem raschen und auch wirkungsvollen Vorgehen der Berner Kantonalbank für das rasche, wirkungsvolle Vorgehen. Wenn Sie nun noch mit anderen Instituten sprechen, möchten Sie ähnliche Kredite anregen, wie es jetzt die Kantonalbank bereits getan hat? Oder was ist das Ziel dieser Gespräche? Es ist nicht Aufgabe der Berner Regierung, Finanzinstitute zu beraten und zu beeinflussen, sondern es wird in diesen Gesprächen darum gehen, in Erfahrung zu bringen, wie Finanzinstitute mit Geschäftskunden, mit Firmenkunden umgehen, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnten oder es bereits geraten sind. Sie haben ganz am Anfang Ihrer Rede die Solidarität, die im Kanton überstrapaziert werden könnte, nein, nicht überstrapaziert, aber zur Disposition stehen könnte, angetönt. Sie haben ein düsteres Bild gezeichnet. Was erwarten Sie, was das macht? Was passiert jetzt da mit dem Staat Bern? Da haben Sie mich möglicherweise missverstanden. Ich stelle in der heutigen Situation eine ausgesprochen starke und gelebte Solidarität fest. Ich habe eigentlich ein Worst-Case-Szenario gezeichnet, wie es sich entwickeln könnte, wenn jetzt die vielen Menschen in der Arbeitswelt, die letztendlich unsere Gesellschaft ausmachen, wenn man die Wirtschaft, die schlussendlich auch das finanzielle Rückgrat eines Kantons sind, der Dienstleistungen erbringt, wie Bildung, wie Infrastruktur, wie kulturelle Einrichtungen, wie soziale, fürsorgerische Einrichtungen und Dienstleistungen. Wenn diese Wirtschaft zusammenbricht, wenn es keine Unterstützung gibt, eine wirkungsvolle, die auch den Fall berücksichtigt, dass man am Anfang eben bereit sein muss, weil das Unglück am Anfang passiert, nicht erst in zwei, drei Monaten, dass dann, oder wenn wir eine Arbeitslosigkeit haben, wenn wir in eine Rezession fallen, wenn es den Menschen schlechter geht, dass dann die Solidarität Brüche erleiden könnte und erleiden würde in einem Worst-Case-Szenario. Für
Führen Sie auch Gespräche mit den kantonalen Unternehmen wie BLS oder BKW oder Gebäudeversicherung, dass sie Rechnungen schneller bezahlen oder dass sie kulant sind bei verspäteten Zahlungseingängen? Das ist eine der Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben. Und die Fachdirektionen führen diese Gespräche und haben sie, eben wie die Finanzdirektion, auch schon in den letzten Tagen geführt. Ich hätte noch eine Frage an Gesundheitsdirektor Schneck. Das Schnelltestzentrum, die Tests, Sie haben es gesagt, sind mangelbare Ressourcen, sind knapp. Wurden Sie vom Bund zurückgepfiffen? Ich würde das gar nicht so sagen, weil in der Arbeitsgruppe, wo wir das entwickelt haben, waren auch andere Kantonen, Industrie und BAG. Aber wir müssen heute feststellen, dass die Mengen nicht gesichert sind für eine längere Periode. Und deshalb wollen wir zuerst diese Mengen sichern, bevor wir den Zentren eröffnen können. Das ist nur sistiert. So rasch wie möglich werden wir es machen. Also Sie sind enttäuscht, dass es da einfach nicht schneller vorwärts geht? Ja, ich bin enttäuscht, dass es nicht schneller gehen kann, aber wir müssen machen mit den Mitteln und den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, weil klar, das wäre die beste Antwort, die wir geben können an diese Epidemie. Auf der anderen Seite, ich bin zuversichtlich, dass die Situation sich ändern wird. Wissenschaft arbeiten, acht, dass wir auch noch anderen Quellen zur Verfügung bekommen und anderen Typ von Test bekommen werden. Noch eine Frage. Sie haben heute in einem Zeitungsinterview gesagt, die Welle wird kommen, 3 bis 7 Tage. Auf was müssen wir uns da jetzt gefasst machen in dieser Zeit? Das nehmen Sie die letzten Zahlen. 120, 190, 280. Das heißt, Sie sehen, dass jeden Tag mehr Leute angesteckt sind. Und wenn Sie die Zahlen von den Kantonen, die diese Welle jetzt wirklich spüren, sind wir genau in die gleiche Tendenz. Das heißt, ein Kanton, die vor 7 Tagen auf 100 waren, ist jetzt auf 800. Das heißt, wir sind bald am Anfang von der Welle, weil wir sind noch nicht in der Welle wie anderen Kantonen. Das heißt, die Anzahl Zahlen, die wir in Kanton Bern haben, sind hoch, aber nicht so hoch, wie man es feststellen muss in ein paar anderen Kantonen. Aber wir haben nicht ein besseres Immunitätssystem hier. Es wird auch hier kommen. Und deshalb müssen wir uns wirklich vorbereiten und alle unsere Kräfte bünden, um das korrekt adressieren zu können. Vielleicht der kleine Vorteil, den wir haben, sind, dass die Maßnahmen, die der Bund entschieden hat, auch bei uns rasch wirken können. Ich meine, die Maßnahmen, die Bund genommen hat, ist rein um die Ansteckungsschnelligkeit einzudämmen. Und wenn wir davon rasch profitieren können, werden wir sicherlich den Peak nicht so hoch haben, wie man es denken kann. Aber es ist wichtig, dass die Leute diese Regel unbedingt beachten. Ich habe gesehen, der Kanton Uri hat gerade eine Ausgangssperre für über 65-Jährige verhängt. Ist das auch eine, Sie haben vorhin eine Ausgangssperre kategorisch eigentlich zumindest temporär ausgeschlossen. Ist das auch eine Option, die man geprüft hat? Das heißt, der Ziel ist, dass wir uns an die bundesregel anpassen.
Ziel ist nicht unbedingt eine besondere Berner Regel zu entwickeln. Aber klar, wir beobachten der Lage Tag für Tag und wir können nicht ausschließen, dass wir plötzlich vielleicht etwas anderes entscheiden müssen. Aber im Moment sind wir der Meinung, dass das Einfachste und das Beste für unsere Bevölkerung ist, diese Maßnahmen vom Bund umzusetzen. Noch eine Frage, zwei Fragen zum Thema Kindertagesstätten. Können Sie schon sagen, gibt es Kindertagesstätten, die jetzt schließen können, weil vielleicht doch jetzt doch zu viel Kapazität vorhanden ist? Haben Sie da die Regeln angepasst oder wissen Sie, wie viele eventuell schon geschlossen haben? Und wie sieht es aus mit den Rechnungen? Also müssen die Eltern die Rechnungen bezahlen, wenn ihr Kind jetzt nicht in die Kita geht? Gibt es da eine Richtlinie von Ihnen? Im Moment arbeiten wir hart, dass wir ein Betreuungsangebot zur Verfügung stellen können für alle Familien, die arbeiten müssen. Ich denke besonders an alle Familien, die im Gesundheitswesen, im Detailhandel, in die, sagen wir, breite Grundversorgung von Dienstleistungen engagiert sind. Und wir sind mit Hochdruck am Arbeiten, dass wir diese Betreuung so gut wie möglich organisieren können. Wir müssen auch nicht vergessen, dass bald Ferienzeit sein wird und dass wir auch Lösungen finden müssen während dieser Wochen. Die Bildungsdirektion arbeitet sehr eng mit meiner Direktion und Direktion des Inneres, um dieses Betreuungsangebot offerieren zu können. Wir sind bewusst, dass es Probleme geben wird, über wer fakturiert was, wer übernimmt welche Kosten. Im Moment haben wir das noch nicht definitiv geregelt. Ich meine, die Priorität geht auf die Organisation der Betreuung. In eine zweite Phase werden wir diese Probleme angehen. Das heißt nicht, dass wir noch nichts gemacht haben auf dieser Ebene, aber das ist die Priorität 2. Aber im Moment ist die Richtlinie immer noch, dass die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind betreuen können oder nicht. Also auch wenn man nicht in diesen wichtigen Branchen arbeitet, darf man sein Kind weiterhin der Kita geben, ist das korrekt? Das heißt, die Kita müssen ein Angebot haben für die Leute, die arbeiten müssen. Aber wenn es Platz gibt, schließe ich nicht aus, dass es vielleicht Kinder gibt, wo die Leute nicht in einen diesen Branchen arbeiten. Aber es gibt viele Firmen, die weiter geöffnet sind im Moment. Und für alle diese Firmen brauchen wir auch im Moment eine Lösung. Ob diese Firmen offen bleiben werden auf eine lange Periode jetzt, das ist noch nicht definitiv entschieden. Ich könnte mich vorstellen, dass Bund irgendeinmal noch härtere Maßnahmen treffen muss. Ich würde noch die aktuelle Situation in den Spitälern interessieren, betreffend Material, das möglicherweise fehlt, das Sie geordert haben. Letzte Woche waren Rettungsfahrzeuge mal beim Bund geordert. Hat sich da diese Liste vergrößert? Die Liste hat sich nicht unbedingt stark vergrößert, aber ich glaube, wir müssen bewusst sein, dass Schutzmaterial einen sehr wichtigen Material ist und dass die Lager limitiert sind. Wir beobachten das regelmäßig. Wir haben auch gewisse Maßnahmen genommen, um Material zusätzlich zu bekommen, dass wir das Material von den Leuten, die geschützt sein müssen, diese auch bekommen können.
Wir sind auch im engen Kontakt mit Bund und Bund verteilt auch regelmäßig Material. Gibt es noch Fragen aus dem Saal? Sonst würde ich die Leitung, oder würde ich nachfragen, ob es Fragen in der Leitung gibt. Bitte. Oui, voilà, j'ai deux questions du quotidien jurassien. La première, quels moyens vous donne exactement l'ordonnance de nécessité? Et deuxième question, de savoir est-ce qu'il ne serait pas judicieux de décréter la fermeture générale pour les plus grandes entreprises après avoir demandé la fermeture des petits commerces? Ich gebe die Frage weiter an den Staatssekretär. Avec cette possibilité qu'on a maintenant avec l'article 91 de la Constitution, le canton de Berne peut agir sans le Parlement et sans le peuple, c'est-à-dire toutes les compétences qui normalement sont au Parlement ou au peuple pour faire une loi, elles sont maintenant au gouvernement, à l'exécutif. Ça veut dire que dans tous les domaines, on peut faire des règles où normalement il nous faut une base légale, on peut le faire maintenant par ordonnance du gouvernement, très vite, très flexible, sans attendre sur le Parlement. Ça, ce sont les moyens de cette compétence. Et c'est pour tous les domaines. Hein. On peut s'imaginer tous les domaines. Par exemple, on peut... Ich sage es auf Deutsch, man kann die Schuldenbremse in der Kantonsverfassung aussetzen für Ausgaben, die jetzt beispielsweise gemacht werden müssen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Das sind Überlegungen, die die Finanzdirektion heute auch anstellt und dem Regierungsrat morgen vorlegen wird. Also nur als Beispiel, man kann auf der ganzen Palette, kann die Regierung über diesen Artikel Maßnahmen ergreifen, die sie normalerweise dem Parlament beantragen müsste. Ist die Frage so beantwortet? Gut, gibt es weitere Fragen aus dem Saal? Gibt es Fragen in der Leitung? Keine telefonischen Fragen. Dann beenden wir hier die Medienkonferenz. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Ich bedanke mich, ich wiederhole mich, ich weiß das, aber es ist ernst gemeint, ich wiederhole mich für Ihre wertvolle Arbeit, die Sie leisten in dieser schwierigen Zeit. Wir zählen selbstverständlich als Regierung auch auf Sie. Es gibt noch eine Bemerkung des Gesundheitsdirektors. Oui, c'était la question sur la fermeture des entreprises. Alors pour la fermeture des entreprises de grande taille, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le canton de Berne suit les recommandations de la Confédération. Et nous allons continuer de travailler de cette manière. Mais comme nous l'avons déjà mentionné durant cette conférence de presse, nous n'exclurons absolument aucune mesure dans l'état actuel. Jetzt ist gut. Ist gut. Vielen Dank. Also, dann verabschiede ich mich von Ihnen im Namen der Regierung. Ich wünsche uns allen gute Gesundheit.